Herzlichen Glückwunsch, 10. Weltcupsieg, der 5. in der Verfolgung, haben wir gerade gehört. Welche Eigenschaft hat Ihnen heute am meisten geholfen, so zurückzukommen in dieses Rennen? Cool bleiben. Also mein Motto, scheiß dir nix, der feit dir nix. Das war halt wieder Gold wert, weil ich war schon ein bisschen verwundert über die zwei Fehler liegen. Beim ersten Liegenschießen hatte ich anscheinend schon ein bisschen eine Verlagerung, hab dann nochmal Draht. War wie gesagt ein bisschen verwundert, dass da die zwei Fehler gekommen sind. Okay, aber ja. Zu wenig gedreht oder in die falsche Richtung? Nein, ich habe ganz normal reagiert, so wie es richtig war. Ich weiß nicht, warum dann die Fehler gekommen sind. Ich glaube, sie waren hoch, aber. Ja, ist ja wurscht. Auf alle Fälle ist dann das Stehenschießen gekommen und da habe ich versucht, einfach nochmal einen kühlen Kopf zu bewahren, ruhig zu bleiben. Und das Rennen ist erst vorbei, wenn man über die Ziellinie fährt und das hat sich heute auch wieder so bewahrheitet. Und ja, da bin ich schon happy, dass sie das Rennen nochmal so gedreht hat. Das klingt so einfach. Man muss einfach cool bleiben oder darf nicht zu viel nachdenken am Schießstand. Wie macht man das? Wie machen Sie das? Ja, genau so einfach, wie ich es jetzt auch sage. Ich versuche es nicht zu kompliziert zu machen. Ich habe so meine zwei, drei Sachen, die ich immer vor dem Schießen durchgehe. Es funktioniert eigentlich ganz gut. Läuferisch habe ich mich halt nicht ganz so spritzig gefühlt, darum habe ich mich auf das Schießen verlassen müssen. Und ja, ich glaube, das ist mir gut gelungen. Wir haben eine herrliche Szene gesehen, gerade weil Sie das Laufen ansprechen im Wald. Ein Überholmanöver, das fast seinesgleichen sucht. Schauen Sie mal. Ja, bergab bin ich nicht die Allerschlechteste. Ich wollte eigentlich ganz gemütlich dahinter bleiben, aber sie sind mir dann doch ein bisschen zu langsam um die Kurve gefahren. Darum habe ich außen überholt über den klassischen Sommerweg und war dann vorne. Wenn Sie sich jetzt mal diese ja noch wirklich sehr junge und kurze Weltcup-Saison angucken, Ihre Platzierung 1, 4, 2, 1, 1, klingt das für Sie wirklich schon? Nein, es ist fast ein bisschen unrealistisch, aber wenn man zu den Männern schaut, zum Tafelkarten, dann weiß man, was möglich ist, was für super Ergebnisse realisierbar sind. Und das ist mein ganz großes Ziel, dass ich irgendwann ähnliche Erfolge habe wie der Martin. Sieht ja im Moment ganz so aus. Werden wir Sie in der Staffel sehen oder machen Sie morgen im Moment Pause, um Kraft zu sammeln für den nächsten Weltcup? Muss ich mal schauen, ob ich mich qualifiziert habe für die Staffel. So. Nein, muss man die Trainer fragen, haben wir jetzt noch nicht gesprochen. Ich habe halt mein Bestes gegeben, mal schauen, ob sie mich aufstellen. Herzlichen Glückwunsch, hat viel Spaß gemacht. Danke.